Jetzt also hier Corradina, hochgehandelt unter Carsten Otto Nagel. 12 Jahre alt, diese bewundernswerte Holsteiner Stute von Corrado. Großvater Cor de la Bruyère hat ja so viel für diese Zucht getan. Sein Talent vererbt viele, viele Male. 48 Jahre alt ist Carsten Otto Nagel, der 99 schon deutscher Meister war, Mannschaftseuropameister und jetzt nach dem Derby-Sieg im Frühjahr in Kentucky, wie gesagt, mit der Mannschaft die Goldmedaille gewann. Mit dieser tollen Stute Corradina, die so vorsichtig gehen kann, die so enge Wendungen gehen kann und dabei doch ihre Sprungkraft am Sprung entfalten kann. Und der will natürlich ganz nach vorne, das haben Sie gesehen bei diesem Antritt auf diesen Carré. Ochser, jetzt Vorsicht, enge Wendung auf die zweifache Kombination, passt, Stute macht mit, bleibt vorsichtig vorne. Boah, die spielt mit diesen Aufgaben. Er drückt jetzt aufs Tempo, jetzt muss er zum Reiten kommen. Dieser Ochser ist 1,55 Meter hoch. Letzter Sprung. Was macht die Zeit? 35 Sekunden für Carsten Otto Nagel. Also genau wird er seiner Favoritenrolle gerecht. Mit dieser Stute, die er am richtigen Moment anfassen kann, die diese Hilfen annimmt und die aufgrund ihrer Kraft und ihrer Technik am Sprung mit diesen Hindernissen, mit diesen Distanzen spielt. Und die beiden sind natürlich aufeinander abgestimmt und beide mit dem selben